Meine Honigwaben habe ich in den letzten Tagen geschleudert und hier sind sie schön abgedeckt, weil ihr seht, sind schon wieder die Räuber dran. Leer geschleuderte Honigwaben sind super lecker für Räuberinnen. Warum habe ich die überhaupt wieder hergeschleppt an den Bienenstand? Ich könnte sie doch auch so gleich in den Keller packen. Habe ich am Anfang gemacht, ist keine gute Idee, weil die Reste des Honigs dafür sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit aufgesogen wird und das fängt an zu gären, zu stinken wie in der Kellerei, ganz unangenehm allerdings, und die Ameisen. Also ich lasse meine ausgeschleuderten Honigräume immer erst von den Bienen sauber schlecken und dann kommen sie tatsächlich in den Keller. Sie sind komplett unbebrütet, wie alle meine Honigwaben. Ich zeige euch noch mal eine, aber ganz schnell, weil die Räuber ja gucken. Hier sieht man eine etwas zerrupfte vom Entdeckeln Honigwabe, hell, kein Pollen, nichts Braunes von Brut drauf. Und seht mal, was die Räuber toll finden. Uiuiuiui, schnell wieder rein. Ich lasse die jetzt putzen und das geht am allereinfachsten, indem ich hier meine Wirtschaftsbürger nehme. Da war ja bis vor 2 Tagen der Honigraum drauf. Jetzt brauche ich das Absperrgitter nicht mehr. Das war die Sommerhonigernte. Oh, guck mal, Absperrgitter geht kaputt. So, weg damit. Ein Raum kommt drauf, den brauche ich ja im August für die Wabenhygiene. Und die restlichen Honigräume sollen Sie bitte putzen. Und das sage ich Ihnen, indem ich eine Leerzarge draufstelle. Keine Folie, kein Absperrgitter, nur eine Leerzarge. Und jetzt ganz schnell die klebrigen Honigräume. So. Schnell die Folie und den Innendeckel. Und den Blechdeckel und ein Stein. Oh, Mann, der leere Raum, dieser hier, sagt den Bienen, nee, 1, 2, 3, dieser hier, sagt den Bienen jetzt, unten wohnen, oben putzen. Und in etwa einer Woche sind die oberen Waben schön sauber geschleckt, nicht mehr klebrig. Und dann nehme ich sie einfach wieder runter und dann kann ich sie entweder zur Erweiterung für Jungvölker nehmen oder eben im Keller wachsmottensicher einlagern. Ihr seht, dass man das, was wir jetzt hier gemacht haben, besser am frühen Morgen oder am späten Abend macht und nicht wie jetzt mitten am Tag, weil im Juli, August die Räuber dermaßen wild sind. So schnell könnt ihr gar nicht aus dem Auto ausladen und drauf knallen, da sitzen schon 1000 Räuber drin. Bei dem Volk habe ich jetzt keine Sorge, das ist ein starkes Wirtschaftsvolk, da wird nichts passieren, die verkloppen jetzt die Räuber da drin. Aber man kann sich den Stress als Imker ja auch sparen. Also macht dieses Aufsetzen und es wieder runterholen, früh morgens oder spät abends, und dann habt ihr schöne, saubere, geschleuderte Honigwaben.